Die Politik spielt verrückt. Wir ordnen die Dinge ein. Das, was ihr in den meisten Medien nicht zu erfahren bekommt. Ja, Merz stellt Ultimatum, vertrauenswürdige Meldestellen und Mobilisierung des Kapitals, unser Geld. Darüber sprechen wir mit dem Autor, Publizisten und Journalisten Daniel Matissek. Seid gespannt. Ja, und liebe Zuschauer, da ist er. Daniel, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Peter, herzlichen Dank für die Einladung. Die Zuschauer sind informiert. Lass uns anfangen. Trusted Flagger. Die meisten Menschen wissen nicht, was es bedeutet. Vertrauenswürdiger Hinweisgeber. Daniel, ist das vertrauenswürdig? Ja, also für denjenigen, der schon vollkommen gehirngewaschen ist, mag das vielleicht vertrauenswürdig sein. Also wer das selbstständige Denken komplett verlernt und aufgegeben hat, der braucht vielleicht auch wirklich, wie der Name schon sagt, eine Flaggenmarkierung, was er sehen darf und was nicht. Andere, die noch kritisch denken, machen sich lieber ihr eigenes Bild und hinterfragen vielleicht auch mal, wer denn diese sogenannten Trusted Flagger eigentlich sind. Denn es handelt sich dabei ja um eine linke NGO, die vom Staat finanziert wird und die hier mit hoheitlichen Aufgaben betraut wird, was an sich schon in einem Rechtsstaat ein Unding ist. Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit gibt. Aber wir haben hier eine Organisation, die geführt wird von einem salafistischen und streng islamistischen kann man sagen, Koranschüler, der in der Vergangenheit schon mit antisemitischen Hetzposts aufgefallen ist, ein Hamas-Fanboy offensichtlich, der soll dann in Zukunft darüber bestimmen, was wir im Internet noch schreiben und sagen dürfen. Und per Ordre de Mufti, in dem Fall sogar wörtlich zu nehmen, kann dann praktisch entschieden werden, was davon eben gelöscht wird und was nicht. Du sprachst es an. Mich wundert es, dass man einfach hier, Daniel, darf ich kurz den Artikel 5 des Grundgesetzes nochmal den Zuschauern vorlesen? Gesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 5 Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemeinen zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden grundsätzlich gewährleistet. Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Das heißt also, fürchtest du, dass die Informationen in dieser Form ein Filtrat, erleben, dass letztlich nur noch regierungsnahe Medien berichten können, die natürlich auch finanziell unterstützt werden, sogenannte Nichtregierungsorganisationen, und dass man sagt, alles, was, Kritik bedeutet, ist Delegitimation, da kommt Haldenwang oder sein Nachfolger oder Nachfolgerin und wir hauen uns auf die Finger? Ja, was heißt, fürchte ich, dass diesen Zustand erleben wir ja schon seit Jahren. Das wird jetzt hier gewissermaßen noch optimiert, verfeinert. Man muss natürlich auch schauen, wo kommt denn dieser neue Begriff mit diesem Trusted Flagger, wieso eigentlich durch die Netzagentur, wo kommt das eigentlich her? Natürlich aufgrund der Übertragung von deutscher Souveränität auch hier wieder nach Brüssel, wo dann Gesetze gemacht werden, die dann im Namen der, sage ich mal, europäischen Einigung, in Wirklichkeit europäischen Unterordnung unter einen Zentralmoloch, was anderes ist es nicht, dann sogar das geltende Grundrecht und die geltenden Verfassungen in den Einzelstaaten aushebeln. Es scheint sich überhaupt niemand mehr darum zu scheren, was in unserer Verfassung steht. Wir erleben das ja auch in anderen Bereichen. Der EuGH, also sprich die Rechtsprechungsorgane der Europäischen Union, urteilen ja regelmäßig auf eine Art und Weise, die ja, die eigentlich mit unserer freiheitlichen Grundordnung in vielen Dingen nicht mehr vereinbar ist. Also man denke dann nur an Urteile über die Migration oder zur Klimagesetzgebung. Und das zeigt eben, wie sehr wir uns da auch unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten begeben haben. Und das ist natürlich der Versuch hier, das Internet, und es geht ja vor allem um Netzveröffentlichungen in sozialen Medien, komplett gleichzuschalten im Sinne einer globalistischen, weltweiten Einheitsmeinung, die ja auch schon die Big Tech-Giganten in den USA mehr oder weniger freiwillig selbst gleichschalten vollzogen haben. Stichwort Facebook, Stichwort Google, die ja bisher schon mit ihren Gemeinschaftsstandards in diese Richtung gehen. Und jetzt soll eben, das ist die Aufgabe dieses Digital Services Acts, soll eben die Gleichschaltung eben auch für unsere freie Meinungsäußerung in den deutschen Medien sozusagen auf die Spitze getrieben werden, wo sie nicht bereits schon erfolgreich umgesetzt wurde. Lass mich zu einem Punkt kommen, der auch eine Gleichsetzung und der Informationen darstellt, und zwar das Thema die Ukraine. Zelensky hat ja auf dem EU-Gipfel in Brüssel nicht den erwarteten Erfolg gehabt. Da war er ja böse, hat er gesagt. Also wenn sie uns hängen lassen, dann werden wir uns überlegen, die atomare Bewaffnung wieder aufzurüsten bei uns. Und führende Generäle haben gesagt, das ist innerhalb von weniger Wochen möglich. Jetzt schreit er wieder, nachdem Nordkorea gesagt hat, sie würden Soldaten bereitstellen für Russland.
dass er sagt, die NATO soll endlich in den Krieg eingreifen. Nun gibt es jemand, der als Kanzlerkandidat bei der CDU/CSU ist, Friedrich Merz. Laut Berliner Zeitung hat der Putin ein Ultimatum gestellt von 24 Stunden, sonst würde Taurus-Raketen, also Langstreckenraketen, die russische Ziele erreichen können, einsetzen. Haben die jedes Maß und Ziel verloren? Ja, und vor allem lässt genau das, und damit lässt sich im Prinzip auch ganz nüchtern festhalten, dass also auch unter einer CDU-geführten Bundesregierung, ob die jetzt vielleicht schon nächsten oder übernächsten Monat durch Neuwahlen kommt oder erst nächstes Jahr im 2025 bei den Bundestagswahlen, dass da keine Änderung der Situation zu erwarten sein wird, wenn dieser Krieg tatsächlich dann noch so lange weitergeht. Weil es zeigt sich, dass also offensichtlich Personen wie Norbert Röttgen oder auch Roderich Kiesewetter in der Union eben doch keine Außenseiterstimmen sind, sondern dass dieser Radikalismus, der hier von transatlantischen Kräften in der Union eben auf die Spitze getrieben wird, doch offensichtlich in der Partei viel stärker verwurzelt ist, als bisher zu befürchten war. Ich meine, wir erleben diesen Trend einer Eskalierung dieses Krieges, so kommt mir es vor, Peter, mit zunehmender zeitlicher Nähe zu den US-Wahlen, wo man befürchtet, dass mit Donald Trump dann jemand kommt, der tatsächlich hier mal eine Veränderung herbeiführt, erleben wir ja auf allen Ebenen. Ich meine, was Zelensky hier in zunehmender Panikmache letztlich versucht, ist ja nichts anderes, als einen globalen Weltkrieg aus diesem Ukraine-Krieg zu machen. So nach dem Motto, uns hat es schon erwischt, wir möchten jetzt, dass ihr unser Schicksal teilt. Also ihr habt die Wahl, entweder greift ihr aktiv ein, das wäre über Umwege ein großer Krieg mit Russland, oder ihr gebt uns Atombomben, dann könntet ihr auch, dann werden wir die selbst werfen. Also das sagt er zwar nicht, aber das ist ja klar, dass die Ukraine die nicht zur Abschreckung nutzen würde. Und was Merz hier tut, ist im Prinzip auch diese von Selenskyj vorgegebene Diktion der Erpressung, die in diesem Konflikt zunehmend an die Stelle von diplomatischen Auseinandersetzungen und Verhandlungen eingetreten ist, dass er sagt, praktisch entweder, also praktisch die Wahl zwischen Erhängen und Erschießen, entweder ihr macht jetzt hier einen Rückzieher und oder eine Teilkapitulation, was anderes ist es ja letztlich nicht, oder wir ballern euch mit unseren Taurus-Raketen demnächst sogar noch bis nach Moskau in die Innenstädte rein. Und was das natürlich in Russland auf russischer Seite auslöst, braucht man nicht drüber zu reden, Peter. Auf Dauer wird das Ganze immer unkontrollierbarer und man fragt sich wirklich, ob die Politiker, die uns hier führen, den Verstand verloren haben. Nee, das Ganze muss bezahlt werden. Und die wenigsten Zuschauer wissen oder haben zugehört, der Parteitag der CSU in Augsburg, dort hat auch der Parteivorsitzende der CDU, bewusster Friedrich Merz, gesprochen. Und er sprach in einer Rede davon, dass die Infrastruktur ja finanziert werden muss. Finanziert werden muss. Er gebrauchte da die Worte Instrumente zur Mobilisierung des Kapitals. Er sagte, Freunde, Freunde, 2,8 Billionen liegen auf den Girokonten und Sparkonten. Fürchtest du eine schrittweise die Mobilisierung oder die Instrumente zur Mobilisierung? Daniel, fürchtest du eine schrittweise Kapitalisierung durch Privatvermögen? Ja, das wird auf Dauer gar nicht anders gehen. Ohne Vermögensschnitt lässt sich diese Politik der letzten Jahre ja nicht wirklich mehr finanzieren. Die können im Moment noch auf Pump spielen, aber irgendwann früher oder später wird es uns an den Kragen gehen. Also das heißt, wer sein Geld bis dahin nicht irgendwo sicher ins Ausland gebracht hat oder anderweitig irgendwie dem Zugriff eines immer gierigeren Staates entzogen hat, der wird zwangsläufig mit Teilenteignungen oder mit Sonderabgaben und so weiter irgendwann beglückt werden. Und ich sehe in dieser Aussage von Merz natürlich nicht nur eine bedenkliche Hinwendung an sozialistisches Vokabular, was natürlich im Moment mit den neuen Bündnissen der Partei ja auch ganz gut zusammenpasst, auch mit Blick auf die Grünen und nächstes Jahr Bundestagswahl, Schwarz-Grün und so weiter, aber vor allem jetzt auch BSW im Osten, sondern ich sehe darin auch den BlackRock-Manager wieder, der natürlich hier aus anderen Motiven nun überlegt, was die Bürger denn an mobilisierbarem Kapital vielleicht noch so einzubringen haben. Früher hat er das als Fondsmanager wahrscheinlich seinem Job gemäß deswegen theoretisiert, weil er sich gefragt hat, wie viel können denn die Menschen eigentlich investieren, vielleicht für unsere glorreichen großen internationalen Unternehmen, die er vertritt. Und jetzt stellt er sich dieselbe Frage, um den maroden Staat zu finanzieren. Also sein Denkmuster ist das gleiche geblieben, aber es zeigt auch diese völlige Skrupellosigkeit und diesen Opportunismus in der Union, die eben sich mit ihren natürlichen Verbündeten der bürgerlichen Seite, die in dem Fall eigentlich nur die AfD inhaltlich sein könnten, immer weiter und auf Dauer sozusagen komplett entfremden will und die Brandmauer immer höher zieht, während sie gleichzeitig nach links immer mehr, immer deutlicher und offener und unverstellter flirtet mit Kryptokommunisten, mit Sozialisten, mit Enteignungsphobikern. Und das ist natürlich genau das, wohin die Union sich heute bewegt. Du hast es angesprochen, du hast die Partei erwähnt, die AfD. Ich höre immer noch viele Leute oder sehe Bilder, die sagen, die zeigen sich neben
hochrangigen Politikern der AfD. Das machen sie auf Privat-Social-Media-Kanälen oder per WhatsApp in kleinen Gruppen. Es gibt viele Stille. Daniel, es ist Zeit, diese Stille zu verlassen, denn eigentlich haben wir ja keine Zeit mehr. Dieses Land in allen Bereichen, wirklich in allen Bereichen, wo wir hinschauen, sehen wir wirklich desaströse Zustände. Es ist Zeit, dass die Stillen jetzt sagen, jetzt haben wir den Mut, treten nach vorne. Denn Daniel, eins ist ja, glaube ich, klar, wo wir angefangen haben, die wenigen sind leicht angreifbar. Aber wenn wir jetzt sagen, aus unserem Bereich der Berichterstattung, aus dem Bereich der Unternehmer, der Mitarbeiter, also der Menschen, die betroffen sind, die gehen an die Öffentlichkeit, dann wissen die doch gar nicht mehr, wen sie mit ihrer Diffamierung angreifen können. Ja, du hast es genau richtig auf den Punkt gebracht. Also wir müssen sehen, wir sind im Zustand der Krise und diese Krise wird von verschiedenen Teilen natürlich unterschiedlich wahrgenommen. Die bedrängten sogenannten Musterdemokraten in den ja, so bezeichneten Altparteien sehen die Krise in ihrem drohenden Machtverlust durch die AfD und was tun sie? Sie schließen sich zusammen und sie sagen, wir müssen sozusagen die eine Gemeinsamkeit, nämlich unseren Kampf gegen diese vermeintliche populistische rechte Partei sozusagen forcieren, indem wir uns alle unter Ausblendung jeglicher inhaltlicher Unterschiede und Nuancen zusammenbündeln. Und deswegen gibt es da überhaupt keine Berührungsängste mehr innerhalb dieses Kartells. Andererseits muss man sagen, in derselben Situation sind wir, die, sage ich jetzt mal, aufgeklärten und wachen Bürger dieses Landes, die sich Sorgen um die Zukunft machen, die erkannt haben, was hier schiefläuft, ja auch. Also die Opposition selbst ist eigentlich in derselben Situation wie diese Altparteien. Die Altparteien fantasieren eine rechte Bedrohung herbei. Wir sehen die tatsächliche Bedrohung durch globalistische linke Kräfte, die unsere Freiheit zerstört. Das sehen wir jeden Tag. Wir sehen auch, wie die Wirtschaft zerstört wird. Wir sehen, wie alles mehr teurer wird. Wir sehen, wie die Lügen der Politik und der ihnen nachgeordneten Medien eigentlich immer himmelschreiender werden. Also was müssen wir tun? Wir müssen uns genauso zusammenraffen und genauso zusammentun, wie das diese Altparteien tun. Das heißt, es darf innerhalb dieser Opposition eigentlich keine Lücken mehr geben. Es muss einen Schulterschluss und Lückenschluss geben. So ähnlich wie man das, wenn man jetzt mal theatralisch werden will, im Ersten Weltkrieg damals die Aussage des Kaisers, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne noch Deutsche. So müsste man heute sagen, ich kenne eigentlich keine Parteien mehr, ich kenne nur noch eine große Opposition. Deswegen ist es totaler Wahnsinn, dass es hier noch diese Zersplitterung innerhalb der Opposition gibt. Oder dass es noch diese Berührungsängste gibt von manchen, die dann sagen, na, also ja, ich würde ja eigentlich die AfD wählen, aber das sind dann die Leute, da ist dann ein Höcke, da ist dann der und der. Nein, eigentlich haben wir nicht mehr die Zeit für diese, ich sage jetzt mal, für diese kosmetischen Finessen. Wir müssen uns wirklich jetzt fragen, also es geht im Moment wirklich nur noch um Licht und Schatten. Ich habe das hier schon mal gesagt, man muss es auch manichäisch runterbrechen. Wenn man hier keine Zeit mehr verlieren will, muss man sagen, es muss eine Änderung her und da hat es nun mal von allen zur Verfügung stehenden Oppositionsparteien nur die AfD in den letzten Jahren vermocht, tatsächlich eine nennenswerte politische Kraft zu bilden. Und die muss jetzt unterstützt werden mit allen Mitteln, um diese stoische oder diese sklavische Betonsituation, in der sich nichts mehr ändert in dem Land, endlich aufzubrechen. Und da sehe ich wirklich nur die Möglichkeit, dass sich jetzt auch alle, die sich wirklich diese Frage stellen wollen, haben sie noch eine Zukunft im Land oder nicht, dass die sich mal ernsthaft überlegen und in sich gehen, was sie tun können, um hier noch einen Politikwechsel zu erreichen. Und sie werden feststellen, es geht nicht mit diesen sogenannten etablierten pseudodemokratischen Altparteien oder Kartellparteien. Es geht tatsächlich nur mit der AfD, zumindest mal übergangsweise, bis sich hier eine Änderung vollzieht, bis die anderen vielleicht auch aufgewacht sind. In Zukunft kann das Ganze dann wieder mehr, sage ich mal, pluralisiert werden. Aber im Moment geht es wirklich nur um diese Frage, das Für oder Wider Politikwechsel und Veränderung. Das muss man sich bewusst machen. Daniel, ist es der Vorteil der Linken, dass die im Grunde genommen immun sind gegen Angriffe? Die können sagen, was sie wollen. Und das bürgerlich, in Anführungszeichen, konservative Lager nimmt bei jedem Angriff, dass sie sagen, das war aber nicht so gemeint und da gehöre ich nicht dazu und da muss ich mich davon distanzieren. Man sieht es bei Thomas Gottschalk, der auch immer jetzt meint, er geht nach vorne und sagt, aber ich will nicht in die rechte Ecke gestellt werden. Ist es das Manko des bürgerlichen Lagers, dass die diesen Angriffen sich ständig in der Verteidigungsposition sehen? Es ist die Folge einer jahrzehntelangen schleichenden Unterwerfung des bürgerlichen Lagers unter linke Ideen. Man hat irgendwann sich sozusagen den Schneid abkaufen lassen. Das ging relativ schnell nach dem Ende der Kohl-Ära dann los, dass die Union so sehr sich diesen Zeitgeistgedanken angebiedert hat, dass sie heute selbst versucht, die Linken links zu überholen. Das hat sich bis heute fortgesetzt. Merkel hat dann natürlich die fatalste Hauptarbeit geleistet und dadurch fehlt im politischen Spektrum eigentlich eine Repräsentation, ein riesengroßer
Teil des Spektrums, und dasselbe gilt natürlich auch für die Medien. Wenn wir zurückdenken, noch in den 70er, 80er Jahren gab es tatsächlich noch diese Ausgewogenheit. Selbst innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen gab es eben Formate, die eher links waren, also Monitor, Bettnarz, und die eher rechts waren, zum Beispiel Gerhard Löwenthal und so weiter. Das gab es früher alles noch. Und es war vor allem auch so, das ist das Entscheidende, dass es auch in der Politik, jeder Diskussion und so weiter, dass es beides auf Augenhöhe legitime politische Lager waren, die sich gegenseitig respektiert haben. Die haben sich zwar bis aufs Messer bekämpft, aber sie haben sich grundsätzlich ihre Daseinsberechtigung nicht streitig gemacht. Das ist der große Unterschied. Wenn man sich die alten Bundestagsdebatten anschaut, zwischen einem Strauß und einem Wehner, da wäre, die haben, das waren demokratische Debatten, die haben sich zwar nichts geschenkt, aber die wussten trotzdem, sie sind beide innerhalb desselben politischen Spektrums. Und aus heutiger Sicht völlig undenkbar, heute würde dann die Position, die damals Wehner innehatte, sich moralisierend hinstellen, sagen, wir sind die einzigen Demokraten, und würde zu dem, was Strauß vertreten hat, sagen, du bist der Nazi. Hätte man das damals schon so gemacht, wäre die Bundesrepublik niemals möglich gewesen, wäre das Land schon vorher zerbrochen. Und das haben die Linken bei uns in den letzten 10, 15 Jahren meisterhaft beherrscht, dass sie eben diese politische Debatte, diese Vielfalt komplett zerstört haben. Sie haben sich der Begriffe bemächtigt, sie haben sich der Denkmuster bemächtigt, sie haben sich in die Rolle eines Scharfrichters begeben, der sagt, was überhaupt noch geäußert und nicht geäußert werden darf. Und dadurch haben wir heute diese Verengung des Meinungskorridors, dadurch haben wir heute eben einen Medienpulk, der uns sagt, was wir denken dürfen und was nicht. Und die, die eben anders denken, die müssen dann eben auf die freien alternativen Medien ausweichen, müssen ins Netz zurückgehen, weil man ihnen die Repräsentation in den ja eigentlich von allen Bürgern zu beanspruchenden öffentlich-rechtlichen Medien, weil sie auch von allen finanziert werden, weil man ihnen die dort gestrichen hat. Und dadurch, und um dort sie jetzt auch noch auf die Strecke zur Strecke zu bringen, und da sind wir nochmal beim Anfang des Interviews, dafür kommen dann noch wieder diese Trusted Flagger und die ganzen Zensurmaßnahmen ins Spiel. Also es ist eine ganz entsetzliche Entwicklung, die sich hier vollzogen hat. Und tatsächlich ist nur noch eine Meinung, nämlich diese, sage ich mal, linksgrüne, dogmatische, ideologische Meinung der Alternativlosigkeiten, ist eigentlich die zulässige. Das ist eine ganz entsetzliche Entwicklung für die Demokratie und für die gesellschaftliche Grundverfassung, ja. Ja, und liebe Zuschauer, mit diesen Worten lassen wir Sie in Ihren Überlegungen zurück. Im Endeffekt treffen Sie die Entscheidung, aber wenn Sie in Ihrem Leben, und wir sind real, wir sind unterwegs, wir sehen, was auf den Straßen los ist, wir sehen, wie es mit den Arbeitsplätzen ausschaut, in den Schulen, in den Krankenhäusern, da müssen Sie eine Entscheidung treffen, ob Sie zu den Mutigen gehören oder ob Sie sagen, ich kann nichts sagen, das müssen wir Ihnen überlassen. Ich bedanke mich bei Daniel Matisek. Daniel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Peter, vielen Dank. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, sagt bis zum nächsten Mal und das in aller Kürze.